Hausdurchsuchung wegen Satire. Warum das absurd ist. Stellen wir uns eine einfache Situation vor. Jemand macht eine satirische Grafik über einen Politiker. Die Grafik ist eindeutig eine persönliche Meinung, vielleicht etwas scharf formuliert, aber klar als Satire zu erkennen. Und was passiert? Es wird eine Strafanzeige erstattet und kurze Zeit später steht die Polizei vor der Tür, führt eine Hausdurchsuchung durch und beschlagnahmt Computer und Handys. Klingt das verhältnismäßig? Wohl kaum. Genau das ist in Deutschland geschehen und es wirft viele Fragen auf. Was ist passiert? Ein Mann hat eine satirische Abwandlung des Logos einer bekannten Marke erstellt. Darauf war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Zusatz Schwachkopf Professional abgebildet. Ob man das lustig findet oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, es war eine Meinung in satirischer Form dargestellt. Der Minister hat daraufhin Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet. Doch anstatt lediglich die Frage zu klären, ob diese Satire wirklich eine Beleidigung darstellt, wurde plötzlich eine viel schwerwiegendere Anschuldigung erhoben. Volksverhetzung. Warum ist das absurd? Volksverhetzung ist der falsche Vorwurf. Volksverhetzung richtet sich gegen Hass und Hetze auf Gruppen, zum Beispiel ethnische, religiöse oder nationale Gruppen. Aber in diesem Fall war klar, dass sich die Satire gegen Robert Habeck als Einzelperson richtete. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine Gruppe diffamiert oder angegriffen wurde. Satire ist erlaubt. Satire genießt in Deutschland besonderen Schutz durch die Meinungs- und Kunstfreiheit. Solange keine klaren Grenzen wie Aufruf zur Gewalt oder Hetze überschritten werden, darf Satire auch mal provozieren. Eine satirische Darstellung als Volksverhetzung zu werten, ist eine extreme Überreaktion. Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Eine Hausdurchsuchung ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Solche Maßnahmen sollten nur bei schwerwiegenden Straftaten wie Terrorismus oder Gewaltverbrechen angewendet werden. Nicht bei einer Grafik, die vielleicht beleidigend, aber nicht gefährlich ist. Warum das bedenklich ist? Dieses Vorgehen setzt ein gefährliches Signal. Kritik oder Satire an mächtigen Personen könnte in Zukunft mit harten Maßnahmen beantwortet werden. Wer traut sich dann noch, Witze zu machen oder öffentlich Kritik zu äußern? Solche Aktionen können die Meinungsfreiheit einschränken, weil sie Angst schüren. Das Gesetz ist dazu da, uns alle zu schützen, auch vor ungerechtfertigten Eingriffen. Doch in diesem Fall wurde das Gesetz offenbar benutzt, um unverhältnismäßig hart durchzugreifen. Das ist nicht nur absurd, sondern schadet auch dem Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Was wir daraus lernen sollten: Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Dazu gehört auch das Recht, Politiker satirisch darzustellen, selbst wenn das manchen nicht gefällt. Maßnahmen wie Hausdurchsuchungen wegen solcher Fälle sind unverhältnismäßig und sollten nicht zur Normalität werden. Fakt ist und bleibt, Kritik an der Macht ist kein Verbrechen, sondern ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft.